Okay, na gut, dann gehen wir wieder rein und schlafen. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Und dann. Ja, muss ich mal schlafen. Und zwar bis. Das geht eigentlich. Super. So. Ich bin nicht bereit für die Jagd, weil es stockt noch ganz doll. Es muss noch laden. Noch mehr laden. Wie hübsch du bist. Wie hübsch du bist. Herrlich. Wir müssen dich. Wie nennen wir dich? Wir brauchen einen Namen für unser Tier. Weil es so hübsch ist. Okay. Enten. Ich sehe Enten. Ganz viele. Ein Stern. Okay. Naja, ich werde wieder zum Hochstand gehen, wa? Ich gehe mal zum Hochstand. Ich schleiche mich mal hin. Zwischendurch mal hier kurz gucken, wegen der Füchse. Die dürften ja eigentlich wieder kommen. Echt da hinten? Oh, ein Auto, ein Plötze steht auch da. Na gut. Jetzt sollte sich im Grunde nicht viel geändert haben. Wir haben bloß einen Tag jetzt, ne? Wir sollten ein paar mehr machen. Das wäre viel sinnvoller. Damit die sich weiterentwickeln. Mit einem Tag ist immer so Quatsch. Da ist der Elch da vorne. Ich mach mal mehr Tage. Ich mach mal mehr Tage. Ich mach noch mal so, weiß ich nicht, 5 Tage. Da sind wir 10. Dann dürfte der Bison, um den es mir ja eigentlich geht, der Rest ist ja bloß so. Naja. Okay, wir waren jetzt bei Tag 6 sozusagen. Ich mach mal weiter. Ich mach mal 5. Weil wir haben ihn ja gesehen. Das ist schon mal viel wert. So. Wir haben ihn ja gesehen. Und er gehört mit oben zur Herde. Das ist schon mal alles, was wir brauchen. Und wenn er ausgewachsen ist, dann wollen wir ihn haben. Weil wenn wir den kriegen als Ausgewachsenen, das wäre ja sowas von cool. So, das waren jetzt 5. Jetzt können wir gucken gehen. 9:30 Uhr war es, ne? Ja. Ich muss mir das dann alles nochmal vernünftig aufschreiben, weil ich habe hier so einen Haufen Kleinzettelzeugs rumliegen. Das ist immer doof, weil da auch 1000 andere Informationen draufstehen, die nicht zu Way of the Hunter gehören. Ich sollte mir da echt mal nochmal mein Buch raussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Wo ich mir so ein Kleinzeug immer reingeschrieben habe. Ich hatte nämlich mal sowas. Aber na gut. Mach dann erstmal wieder ein kleines Päuschen und dann werden wir mal wieder eine Runde Red Dead Redemption spielen. Es wird mal wieder Zeit. Jetzt haben wir Last of Us durch. Wer die Folgen da schon gucken möchte, kann gerne hier auf Twitch schon schauen. Das ist jetzt ausgewachsen, ne? Ja. Kann ich die schon sehen? Ne, ne, die sind zu weit weg. Ja. Ja, wer sich das schon angucken möchte, kann es gerne auf Twitch schon angucken. Leider, wenn die Folge hier rauskommt, werde ich das noch nicht auf YouTube haben.
Das wird erst später kommen tatsächlich. Weil vorher ja Red Dead Redemption anfängt, denke ich mal. Also, nee, sollte noch nicht angefangen haben in der Folge. Red Dead kommt am 1.2. Da fängt Red Dead an. Und am 1.3. fängt endlich Lies of P an. Das lässt so lange auf sich warten. Na hallo. Jetzt ist er ausgewachsen. Hat aber immer bloß noch einen Stern. Der kommt nicht, ne? Das Männchen, das kommt nicht. Oder? Kommt er jetzt, weil ich gerufen habe, oder kommt er jetzt, weil er sowieso da lang geht? Oh, das ist schwierig. Weil wenn er jetzt kommt mit guter Fitness, dann muss ich hier warten. Also, zwecks Dings, ne? Da müssen wir den beobachten. Da müssen wir dann doch mal auf einen. Ich hoffe, dass der Bär jetzt nicht unbedingt kommt. Das wäre unpraktisch für mich. Nee, der reagiert da überhaupt nicht drauf, ne? Der reagiert da überhaupt nicht drauf. Nee. Ich habe aber auch kein Gewehr für den mit gerade. Den könnte man nicht mal schießen. Nee. Der reagiert nicht auf meinen Locker. Naja, haut ab. Der reagiert auf was anderes. Der läuft einfach nur. Können wir das nächste Mal machen. Interessiert den auch gar nicht, dass ich jetzt hier lang laufe, ne? Sonst hauen die immer sonst was wie ab. Und jetzt interessiert es den nicht mal. Ja, jetzt hat er es mitgekriegt. Jetzt hat er es mitgekriegt. Okay. Ich gehe in Richtung Hochstand. Ah, jetzt hauen sie ab. Da rennen sie. Ich gehe in Richtung Hochstand. Da gucken wir wieder, wie es aussieht. Mit ja, den Sitka-Hirschen. Wie es aussieht mit den Karibus oben. Vielleicht sehen wir die Bisons wieder. Und dann rücken wir wieder rüber zum Lager. Und so werden jetzt unsere Runden erstmal aussehen. Bis das Bison ausgewachsen ist. Oder wir konzentrieren uns halt zwischendurch drauf. Auf nur den Albino Bison. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange gebraucht habe. Wo ist denn der? Da hinten. Da ist er. Was bist denn du für einer? Jung, männlich. Oh, ja, gut. Jung, männlich. Toll. Mit dir kann man nichts anfangen, so. Noch nicht. Okay, was haben wir da? Ah, Karibus. Hinterm Berg. Dann werde ich doch mal auf den Dings steigen. Und da kommen die Sitka-Hirsche wieder. Und da sind die Elche. Okay, ich steige mal hoch.
Ich weiß gar nicht, wie weit ist denn das hier entfernt? Ah, 300 Meter. Das ist doch schon ein Stückchen. Da wäre es doch gut, wenn wir ein Stück näher rangehen. Weil im Grunde wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir die Herde von den Sitka-Hirschen ein bisschen kontrollieren würden. Dass wir da mal einen hübschen mit rauskriegen. Das wäre eigentlich ganz hübsch. Also würde mir gefallen. Weil die sind hier so auf dem Präsentierteller, das wäre blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Oh. Sorry, mein Rücken. Mein Rücken ist halt echt furchtbar. Ausgewachsen, ein Stern. Ausgewachsen. Naja, ist immer ausgewachsener dabei, den wir schießen könnten. Endlich ruhig, alles gleich. Ich gehe mal ein Stück näher ran. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht mal einen anlocken können. Mit einem Locker. Schon wieder so stürmisch heute. Sogar noch mehr als gestern. Oder das letzte Mal. Ja, gestern. Vor 5 Tagen. Wahnsinn. Jetzt ist das Ding, die kommen ja natürlich alle auf mich zu, ne? Das ist dann schwierig. Das ist ein schlechtes, ein erwachsenes. Wo ist denn das Ausgewachsene? Ist das... Das hier ist es. Hm. Und der kommt jetzt natürlich auch näher. Die Karibus hier drüben. Jetzt ist die Frage, was hauen wir raus? Das Erwachsene da drüben? Bald besser, ne? Ich muss die Waffen umlegen, unbedingt. Oder den da. Den können wir auch raushauen. Ist nur die Frage, welches jetzt. Aber der kommt nicht, ne? Die stehen direkt vor mir. Ich habe mich jetzt schnell entschieden, dass ich lieber das rausnehme. Der hat bestimmt auch noch einen Tag. Alles gut. Dann nehmen wir lieber das hier raus. Ist erwachsen und schlecht. Alles gut. So. Ja. 40%. Kriegen wir ein bisschen Geld. Alles ist gut.
Prima. Gute Sache. Und den Ausgewachsenen da, der ist beim nächsten Mal hoffentlich auch noch da. Aber ich denke mal schon. Weil, wäre Quatsch, wenn der dann tot wäre. Okay, da vorne haben wir die Bisons. Oder? Sind das Elche? Mal gucken. Wie weit sind die denn weg? Oh, die sehen wir gleich. Ist Waldbison. Sehen wir gleich. Die können wir halt nicht anlocken, ne? Da ist dann die Frage, was für Dings die haben. Erwachsen männlich, ein Stern. Erwachsen weiblich. Ciao. Wart mal ab. Wart mal ab, wie es aussieht, wenn es ausgewachsen ist. Würde ich sagen. Weil sonst bringt es ja nichts. Uiuiui. Na hallo, wer bist du denn? Den würde ich mir mal angucken gehen. Der sieht schon ein bisschen mächtig aus. Interessant. Shit, ich habe keinen Elchlocker dabei. Ich muss das mal schnell wechseln. Ich hoffe, der ist gleich immer noch da. Ich muss diesen scheiß Rotwildlocker rausmachen. Hier. Wir nehmen den Elchlocker lieber mit. Viel sinnvoller. Gänse, wo ist er? Hier. Und wenn wir gleich hier sind. Falls wir den Fuchs machen. Jetzt habe ich zwar nichts mehr für Enten, falls wir Enten oben sehen. Aber ist scheißegal. Kann ich die Remington hier hin machen? Und die hier. Gut. Tür auf. Was kann der? Weibchen rufen. Männchen in schlechter Verfassung rufen. Okay, dann finden wir aber raus, wenn der dann nicht kommt, ob er ein guter oder ein schlechter ist. Ob er ein guter oder ein schlechter ist. Halt. Jung. Erwachsen. Ausgewachsen. Na gut, ihr dürft weitermachen. Elche sind noch da. Okay. Dann renne ich jetzt mal. Da hauen die hier ab jetzt. Aber ist okay. Oh, hier sollte ich nicht runter. Ist mir jetzt wurscht. Ich will mir den Elch angucken. Weil der sah vielversprechend aus. Sagen wir es mal so. Ich habe das noch nicht ausprobiert, wie das jetzt mit den langen Folgen ist. Oder mit den langen Aufnahmen. Bei meinem neuen Programm. Mein altes Programm hatte damit nämlich immer Probleme. Aber wie ist es jetzt beim neuen? Das ist die Frage. Und deswegen mache ich jetzt lieber mal Stopp. Und eine neue Aufnahme an. Und dann geht das hoffentlich ohne Probleme. So, Wind kommt von da, ist ganz gut. Wie komme ich am besten da ran? Ich will ja bloß erstmal sehen eigentlich. Der Rest ist mir ja... Ne, wenn der natürlich gut ist, dann wäre es cool. Aber... Da sind die Bisons.
Der sieht halt auch so dunkel aus, ne? Tja. Ist es nur das Licht oder ist er ein Schwarzer? Der sieht halt auch so dunkel aus. Ah, jetzt nicht mehr. Nein, ist glaube ich keiner. Ich hoffe, das war jetzt nicht der Elch. Weil die standen doch da, wo ich den Marker gesetzt habe, oder? Ist das Bär? Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht der Elch. Ich dachte eigentlich, die stehen immer noch da. Ich habe sie doch gerade noch gesehen. Ah, bitte nicht. Das wäre doof. Alter, der grunzt aber was. Nee, die müssten da hinten noch stehen. Viel weiter hinten. Nee, der ist nicht schwarz. Sah aber von der einen Seite so ein bisschen aus, ne? Also. Da war ein bisschen dunkler. Aber es war das Licht einfach nur. Okay, ich muss da vorne hinkommen. Damit ich mir die Elche angucken kann. Haribo? Ne, die will ich nicht. Ich will den Elch mir angucken, Mann. Und zaun die ab. Krieg den jetzt bestimmt nicht zu Gesicht. Weil ich wieder doof war. Und erst jetzt umgeschalten habe. Sitka Hirsch ausgewachsen. Ist das wieder die Herde? Alter Jung. Da hinten retten. Oh ja, das ist die Herde. Da ist das Ausgewachsene wieder dabei. Alles gut. Da ist er. Oh, oh, oh. 3 Sterne ausgewachsen. Na hoi, guckt mal einer an. Tja. Und da ist es jetzt die Frage natürlich, ne? Was macht man? Schießt man den? Wartet man doch noch ein bisschen? Was ist das Richtige? Ich würde halt warten noch, ob der noch ein Stück höher geht. Obwohl der halt jetzt schon schön ist, ne? 3 Sterne ist schon was Schickes. Ich mag die. Auch schon mit 3 Sternen. Aber wenn er halt natürlich noch ein Stück höher geht, wäre das natürlich schön. Tja, ist jetzt die Frage. Ja gut, wir können die Spurmarkierung eigentlich gleich nehmen. Die ist eigentlich ganz gut dafür geeignet. Tja. Ich würde ihn halt jetzt nochmal lassen, aber ist halt die Frage, ob der noch einen Sprung macht. Weil er ist schon ausgewachsen. Aber kann ja noch weitergehen, ne? Kann aber auch sein, dass er morgen tot ist. Kommt drauf an, wie alt er vorher schon war. Kann ich so nicht einschätzen. Ist schwierig. Bei meinem Bison, den wir beobachten, da kann ich es einschätzen. Da ist alles gut. Aber bei dem hier schwierig. Okay. Wir haben es 10:48. Ich würde hier hochgehen. Weil wir sind jetzt durch hier erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir was sehen. Und vielleicht.
Ah, die können halt überall hier vorne sein. Das ist ja so interessant. Die waren aber direkt hier unten, ne? Okay, das Gebiet ist großräumig, wo die rumspringen. Ich würde wieder hier runtergehen. Oder, nee, wir gehen erstmal hier hoch. Und dann gucken wir mal, ob was oben auf dem Berg ist. Und ja, so machen wir's. Das für eine fette Spur. Bär. Okay. Weil hier rennen ja jetzt noch unsere Kollegen rum, die mit den komischen Geweihen, die ungewöhnlichen. Die rennen ja jetzt hier rum. Ja, mal schauen. Ich gehe erstmal hoch. Dann guck mal beim See. Dann können wir ja runtergehen zur Wasserstelle. Und vielleicht sehen wir heute den Wolf nochmal. Wenn wir diesmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das war ja beim letzten Mal oder beim letzten Tag eher nicht so der Fall. Und dann schauen wir mal. Muss trotzdem ein bisschen auf die Zeit gucken. Weil es ist schon ein bisschen später heute. Nichts zu hören irgendwo. Schade. Bleib bloß mal oben jetzt gucken. Der Wind steht genau in die Richtung. Bloß mal oben gucken, ob ich die Wapiti-Herde zum Beispiel wieder sehe oder ob wir die Elche sehen auf der anderen Seite. Kann ja sein. Oh ja, Wapitis sind da. Ah, ich habe keinen Wapiti-Rufer mit. Schleichen wir uns ein Stück hinterher. Die bewegen sich weiter. Die werden zur Trinkstelle gehen, denke ich mal. Aber vielleicht. Warum sieht das da so rot aus? Sieht aus, als wenn da ein Blutbad stattgefunden hätte. Wahnsinn. Enten könnte man holen. Keine 5-Sterne-Ente dabei. Die hätte ich nämlich gleich von hier erschossen. Und zwar mit einem fetten Gewehr. Die wäre komplett zerfetzt gewesen eigentlich. Ja, die laufen hinten runter, ne? Okay. Ich versuche mal näher ranzukommen. Möglichst schnell. Wildente. Yay. Ah, die latschen halt darunter. Ich will wenigstens, dass ich sie ins Visier krieg. Das wäre halt schon schön. Das wäre wichtig. Sind schon hübsche Oschis dabei, ne? Also, das sieht schon ganz nice aus. Muss bloß hier hoch irgendwie, damit ich einen besseren Sichtpunkt auf die hab.
Gibt's hier irgendwas Schönes? Um den See herum, muss ich sagen, fühle ich mich recht wohl, was das Schussfeld und sowas auch angeht. Macht doch Freude. Jetzt sind sie über die Kuppe rüber. Das macht doch schon Freude. Hallo, Mr. Adler. Jetzt muss ich vorsichtiger sein, ne? Ja. Ja, aber die gehen ja auch weiter. 280 Meter. Okay. Ich will die bloß nicht aufschrecken. Das wäre doof. Ah, noch ein zweiter muss ich. Noch ein zweiter muss ich. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo die sind, weil ich sie nicht mehr sehe. Das ist doof. Da waren die jetzt schon trinken.